Das war ja bloß der erste Schritt. Achtung, das Modell ist weiterhin hier an der Stelle nicht linear. Das heißt, wir müssen jetzt als zweitens eine Linearisierung durchführen. Wir haben ja bisher bloß sozusagen diese Mittelwertmodellierung gemacht. Das war das Ganze und dann hatten wir gesagt, hier zweiter Schritt ist Linearisierung. Und tatsächlich mache ich die Linearisierung jetzt auch etwas einfacher. Bei dem PWM-Modell brauche ich gar keine Linearisierung mehr. Hier, der Block ist bereits linear. Kann ich durch einen linearen Block ersetzen, einfach austauschen in meinem Ersatzschaltbild. Das Einzige, was ich noch immer habe, ist meine Leistungsstufe hier oben, auch in diesem Mittelwertmodell, die entspricht immer noch einem nicht-linearen Modell. Zwar einem jetzt zeitinvarianten Modell, aber ich habe trotzdem sozusagen ein nicht-lineares Modell, was irgendwie UE-Mittel aufnimmt, D-Mittel als Eingangsgröße reingeht und hier dann UA-Mittel als Ausgangsgröße erzeugt. Und das wollen wir jetzt linearisieren. Und der Trick ist jetzt, ich linearisiere nicht dieses ganze Ersatzschaltbild, sondern ich linearisiere auch bloß wieder diese beiden Elemente. Erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch bei der Multiplikation, wie man das linearisieren kann? Linearisierung, ich habe eine Funktion f von t, die das Produkt ist f1 von t mal f2 von t. Erinnert sich der eine oder andere, das ist der Wert f1 mal f2 im Arbeitspunkt plus jetzt hier an der Stelle d nach df1 von f multipliziert mit Delta f1, das hier ausgewertet im Arbeitspunkt, plus d nach df2 mal Delta f2, auch hier ausgewertet im Arbeitspunkt, hier diese sozusagen mehrdimensionale Taylor-Reihenentwicklung. Und das mache ich jetzt mit diesem Block hier oben. Das heißt, was passiert dort? Wir linearisieren jetzt die Quellen, das heißt für die Schalter bzw. Diodenersatzquellen können wir das linearisieren. Im Skript ist ein bisschen anders beschrieben. Das hier geht nur ein bisschen schneller. Ich habe also hier an der Stelle zum Beispiel diese Stromquelle für den Schalterstrom IS-Mittel. Und der ist D-Mittel mal IL-Mittel. Und das ist jetzt diese Funktion, diese Multiplikation. Und jetzt sagen wir, ich will das linearisieren, dann nehmen wir hier oben, okay, was ist das? Das bedeutet, mein Wert IS-Mittel kann ungefähr angenähert werden als ein Arbeitspunktwert. Die Arbeitspunktwerte wollen wir mit Großbuchstaben kennzeichnen, nenne ich jetzt D-Mittel multipliziert mit IL-Mittel. Das sind jetzt die DC-Arbeitspunktwerte, das ist der erste Term hier in der Taylor-Reihenentwicklung. Plus die Funktion abgeleitet nach der ersten Funktion, das wäre jetzt hier nach dem D-Mittel. Das hier abgeleitet nach D-Mittel ergibt bloß IL-Mittel. Aber das jetzt, Achtung, ausgewertet im Arbeitspunkt. Was heißt im Arbeitspunkt? Arbeitspunkt bedeutet, dass D gleich groß D ist, also D Mittel klein gleich groß D Mittel und dass IL Mittel klein gleich groß IL Mittel ist. Das sind diese Arbeitspunktwerte, die wir mal kennengelernt haben bei der Linearisierung. Multipliziert mit Delta IL Mittel. Und dann hier den zweiten Term haben wir die Ableitung nach F2 ist hier IL-Mittel. Die Ableitung, das ergibt D-Mittel, ausgewertet im Arbeitspunkt, multipliziert mit Delta D. Wo ist mein Fehler? Ah, das hier muss Delta D heißen. Das muss Delta IL heißen. Ich habe ja nach dem F1 abgeleitet und dann fällt das weg. Und wenn Sie das jetzt einsetzen, kriegen Sie raus, IS-Mittel ist ungefähr das gleiche wie die Arbeitspunktgrößen miteinander multipliziert plus hier den Term IL-Mittel multipliziert mit Delta D-Mittel plus D-Mittel multipliziert mit Delta IL-Mittel. Und das ist jetzt ein linearisierter Ausdruck für diese Multiplikation. Ich habe kein Produkt mehr, Achtung,
von Zeitfunktionen, weil D-Großmittel und IL-Großmittel sind konstante Werte im Arbeitspunkt und die einzigen zeitlichen Veränderungen stecken hier drin in dem Delta D und in dem Delta IL. Das heißt, tatsächlich stecken hier an der Stelle diese zeitlichen Veränderungen drin. Das hier ist eine Funktion von T und das hier ist eine Funktion von T, nur noch in diesen Delta ILs. Und damit kann ich sagen, okay, tatsächlich durch die Linearisierung das ersetzen durch eine Summe von drei Termen. Was ist aber die Summe von sozusagen drei Strömen? Wie können Sie dann dieses Ersatzschaltbild ersetzen? Hat einer eine Idee? Ja, drei Stromquellen und wie verschaltet? Nein, parallel. 50-50 Joker schiefgegangen. Die drei Stromquellen sind hier parallel geschaltet. Und das heißt, ich kann jetzt sozusagen hier meine Ströme, ich nenne die mal I1, I2 und I3, damit ich nicht so viel schreiben muss, kann das sozusagen aufspalten in so ein Modell I1, I2, I3. Und kann dann hier sagen, okay, das entspricht ungefähr meinem Gesamtstrom IS, den ich dort habe. Der Trick ist jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich betrachte jetzt an der Stelle nur die hochfrequenten Eigenschaften, lasse ich diesen DC-Term weg, das ist der DC-Term. Den lasse ich weg, das ist meine Arbeitspunktgröße und habe dann hier nur noch zwei AC-Terme. Und habe damit mein nichtlineares Element eigentlich zu einem linearen Element, aber mit zwei Eingangsgrößen gemacht. Im Blockschaltbild habe ich jetzt nicht mehr die Multiplikation von zwei Größen, sondern ich hätte im Blockschaltbild jetzt die Addition von zwei Termen, die hier mit Konstanten multipliziert werden. Und das Gleiche kann ich jetzt machen für den Schalter. Das heißt, bei dem Schalter können wir genauso an der Stelle die Spannungsquelle nehmen, diese nichtlineare D-Mittel mal UE-Mittel, das ist die Spannung UD-Mittel, das ist bei der Diode. Und kann das hier genauso ersetzen, wir sparen uns die Herleitung, sagen einfach UD-Mittel ist dann ungefähr D-Mittel mal UE-Mittel groß mit Buchstaben und jetzt hier kriegen wir dann einmal UE-Mittel multipliziert mit Delta D-Mittel plus D-Mittel multipliziert mit Delta UE-Mittel und das bedeutet dann, wenn Sie das ersetzen, das ergibt eine Serienschaltung von drei Einzelspannungsquellen. Das heißt, ich kann das im Modell, wenn ich es linearisiere, ersetzen durch drei einzelne Spannungsquellen. Nehmen wir die wieder U1, U2 und U3. Und kann dann das in meine Ersatzschaltung reinmachen. Und jetzt ist der Trick, jetzt kann ich ein Kleinsignal-Ersatzschaltbild aufzeichnen, ohne viel zu tun. Warum? Ich muss bloß ein Ersatzschaltbild aufzeichnen, wo nur die AC-Terme drin vorkommen. Das heißt, ich habe hier zwei AC-Terme bei den Spannungsquellen, zwei AC-Terme hier oben bei den Stromquellen. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir wenden den Überlagerungssatz an für Wechselgrößen, betrachte ich nur diese AC-Terme, ersetze meine beiden gesteuerten Quellen in dem nichtlinearen Großsignalersatzschaltbild hier durch diese linearisierten Quellen, das heißt einmal durch die Parallelschaltung zweier Stromquellen, einmal durch die Serienschaltung zweier Spannungsquellen, kommen wir zum linearisierten Kleinsignal-AC-Ersatzschaltbild des Tiefsetzstellers. Und viel mehr ist das nicht. Bei den anderen DC-DC-Wandlern geht das genauso. Tatsächlich, die Mathematik, die dahinter steckt, ist einiges komplizierter, wenn Sie beweisen wollen, dass tatsächlich das mit diesen Mittelwerten gilt. Ich habe Ihnen unterschlagen, dass an der Induktivität die Grundgleichung für die Induktivität auch für die Mittelwerte gilt. Also das auch gilt, IL-Mittel ist gleich L mal D, UL-Mittel ist gleich L mal DIL-Mittel nach DT und so weiter. Das müssen wir eigentlich formal nachweisen. Tatsächlich, wir können es einfach nur so ersetzen. Und dann haben wir jetzt sozusagen als Ergebnis das Kleinsignalersatzschaltbild
Und da werden wir uns dann nächste Woche angucken, wie können wir jetzt mit dem rechnen. Das heißt, ich habe jetzt hier das Kleinsignal ESB des Tiefsetzstellers zwei Stromquellen, zwei Spannungsquellen und dann kann ich für diese mittleren Größen meine Übertragungsfunktion bestimmen. Das heißt, ich habe hier UE-Mittel dran, hier zwei Ströme. Das eine wäre der Strom IL-Mittel groß IL-Mittel mal Delta D-Mittel und hier oben haben wir dann D-Mittel mal Delta IL-Mittel. Hier haben wir an der Stelle D-Mittel mal Delta UE-Mittel und hier haben wir UE-Mittel mal Delta D-Mittel und das wäre jetzt alles, um an dieser Stelle die Schaltung zu berechnen. Wenn Sie jetzt hier die komplexe Wechselstromrechnung anwenden, können Sie damit die Übertragungsfunktion ermitteln. Das heißt, ich kann jetzt hier Laplace-Transformation anwenden, um die Übertragungsfunktion zu ermitteln. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich hier eventuell den Überlagerungssatz anwenden muss, um die Größen rauszukriegen. Aber tatsächlich habe ich jetzt hier sozusagen ein System, das entspricht jetzt im Modell irgendwie einem System, das jetzt linear ist, LTI-System, wo ich sage, ich habe auf der einen Seite irgendwo die Spannung Delta UE-Mittel reingehen, beziehungsweise UE-Mittel um den Arbeitspunkt herum. Tatsächlich, Achtung, ich habe Ihnen was unterschlagen. Ich muss eigentlich hier vorne die Spannung Delta UE-Strich reinmachen, wenn ich im Kleinsignalersatzschalt bin. Das heißt tatsächlich, UE muss ich ersetzen, auch durch eine Serienschaltung aus zwei Elementen. War das Ihre Frage? Ja. Hab dann als zweite Größe irgendwo das Delta D-Mittel drin und kriegt dann hier Delta, das muss auch heißen Delta UA-Mittel raus. Und das wäre dann sozusagen unser Kleinsignalersatzschaltbild. Und ich habe jetzt halt bloß anders als in den Vorlesungen Grundlagen Elektrotechnik jetzt nicht mit kleinen Unterstrichen oder so die Wechselgrößen gekennzeichnet, sondern mit diesen Delta-Ausdrücken letztlich. Aber tatsächlich können Sie sich so vorstellen, ich kann jetzt hier mit sinusförmigen Größen rechnen, komplexe Wechselstromrechnungen machen, Laplace-Transformationen durchführen, Übertragungsfunktionen ermitteln und kann jetzt hier die kompletten Modelle berechnen. Und genau das ist das, was wir tun werden. Das heißt, Sie werden im Praktikum das anwenden. Ich möchte Ihnen bloß zeigen, woher das kommt. Das heißt tatsächlich, das ist der Weg, der dorthin führt und das können wir für alle anderen DC-DC-Wandler genauso machen. Das heißt, wenn wir ins Skript gucken, Sie können die gleiche Vorgehensweise hier durchführen für den Hochsetzsteller. Das heißt, hier haben Sie einen Schalter und eine Diode. Sie überlegen sich wieder, ich ersetze die beiden Elemente durch gesteuerte Quellen, die vom Tastverhältnis gesteuert werden. Die Diode wieder in diesem Fall durch eine Spannungsquelle, den Schalter durch eine Stromquelle. Das ist egal, hätte ich auch beim Tiefsetzsteller so machen können. Wichtig ist, ich darf sie nur nie beide durch das gleiche Element auflösen, weil ich sonst eine Masche kriege, wo 0 gleich 0 rauskommt. Das ist doof. Oder wo ich einen Knoten rauskriege, wo die Ströme immer 0 gleich 0 rauskommen. Können Sie das genauso ersetzen? Können Sie das wieder linearisieren? Kriegen das Kleinsignalersatzschaltbild raus und das gleiche auch beim Hochtiefsetzsteller. Auch dort können Sie einfach bloß die Elemente austauschen. Hier wieder den Schalter durch eine Stromquelle, D mal IL, die Diode durch eine Spannungsquelle, D mal hier aber UE-Mittel minus UA-Mittel. Man muss sich tatsächlich überlegen in der realen Schaltung, welche Spannungen fallen da in diesen Schaltzuständen drüber ab. Aber so können Sie alle elementaren DC-DC-Wandler in ein Kleinsignalmodell überführen. Achtung, eine Warnung, hier steht es auch, zum Glück. Diese ganzen Modelle gelten nur für diesen Betriebsmodus mit kontinuierlichem Strom. Die Herleitung für den nicht kontinuierlichen Strom erspare ich Ihnen. Ich zeige Ihnen aber, wo Sie das Modell runterladen können.
Das heißt, tatsächlich kann man in einer ähnlichen Vorgehensweise auch hier sozusagen die Elemente ersetzen für den Fall, falls sie diskontinuierlichen Strom haben, ist genau gleich. Also sie kriegen halt nur andere Ausdrücke für die Strom- und Spannungsquellen und müssen dann hier weitere geometrische Überlegungen machen anhand der Strom- und Spannungsverläufe. Also die sind dann nicht mehr ganz so einfach. Und man kann auch kompliziertere Dinge machen. Vielleicht gucken wir uns nächstes Mal an, live, wie wir für einen 4-Quadrantensteller, für eine H-Brücke, die wir für einen DC-Motor nehmen, so ein Ersatzschaltbild aufstellen können. Tatsächlich ist es nicht weiter wild. Was Sie brauchen ist, Sie müssen einfach das Modell nehmen, vom Tiefschutzsteller das zweimal nehmen, mit zwei unterschiedlichen Tastverhältnissen. Aber ich zeige Ihnen, wie man es auch dann zusammenfassen. Warum haben wir das jetzt gemacht? Weil Sie später ja den Regler auslegen sollen. Das heißt tatsächlich, wenn wir den Regler auslegen, was dann viel später im Skript kommt, ja, dann wollen wir im Prinzip ausgehen von Übertragungsfunktionen. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Aus diesen kleinen Signalsatzschaltbildern kann ich jetzt diese Übertragungsfunktionen ableiten. Und mit diesen Übertragungsfunktionen kann ich dann einen Regler auslegen. Weil sobald ich das habe, können Sie die Methoden der klassischen linearen Regelungstechnik anwenden. Gut, ich glaube, das reicht für heute.